Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu dem Webinar Tipps und Tricks zum Aufbau eines Managementsystems. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielleicht einmal eine ganz schnelle Vorstellung zu mir als Person. Rico Kraft, mein Name, ich bin 33 Jahre alt und seit 5 Jahren Berater bei der Modell Aachen GmbH. Ich habe in meiner Zeit als Berater ungefähr 70 Einführungsprojekte betreut und dabei vor allem auch kleine sowie auch große Unternehmen bis hin zu Konzernen dabei betreut, ja, den Aufbau eines Managementsystems sinnvoll durchzuführen. Und ich habe natürlich vor 5 Jahren ganz andere Empfehlungen ausgesprochen als jetzt. Und ich möchte Ihnen gerne in den nächsten tatsächlich nur 8 Folien heruntergebrochen mitgeben, was denn die wichtigsten Erfahrungswerte sind, die ich in den letzten 5 Jahren sammeln konnte. Sie werden sehr schnell bemerken, dass das am Ende nicht viel Raketentechnik ist, die ich Ihnen jetzt gleich einmal vorstelle. Aber es ist umso mehr noch wichtiger, halt auch vor allem ein Augenmerk auf die wichtigsten Aspekte zu werfen. Und ich möchte Ihnen da vor allem auch die Tipps und Tricks halt mitgeben, die Sie dann auch möglichst konsequent und diszipliniert befolgen können. Das ist natürlich dann auch das Schwierige einfach, was dahinter ist, diese meiner Meinung nach gut zusammengefassten Aspekte und Erfahrungswerte nachher auch konsequent durchzuführen. Ja, wie gesagt, es geht um das Thema Tipps und Tricks zum Aufbau eines Managementsystems. Wie können Sie also richtig strukturieren und vor allem auch schneller Systemwert schaffen? Falls ein Systemwert erstmal noch nichts sagt, keine Sorge, da hole ich Sie auch nochmal ab, was ich damit meine. Und ich möchte Ihnen als allererstes jetzt erstmal einen Fahrplan geben durch das Webinar. Ich möchte gleich als allererstes mit Ihnen ja letztendlich die wichtigsten Fragen und Probleme quasi eines Aufbausystems einmal besprechen und dort kommen wir an unterschiedlichen Themenbereichen vorbei. Das allererste wird sein, dass ich mit Ihnen einmal die Frage beantworten möchte, okay, wie viel Flexibilität sollen wir im Aufbau eines Managementsystems den Mitarbeitern geben und wie wichtig sind vielleicht auch Regeln im Aufbau des Systems. Als zweites schauen wir uns dann an, was denn die wichtigsten Strukturierungsebenen sind eines Managementsystems. Gerade ein Thema, was für mich in den letzten Jahren in meiner Beratung eine ganz starke Bedeutung bekommen hat. Auch da möchte ich Ihnen die wichtigsten Erfahrungswerte vermitteln. Dann schauen wir uns einmal an, was aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach wirklich nützliche Inhalte sind, die man letztendlich generieren kann. Da geht es vor allem darum, was sind so Tipps und Tricks für eine gute Prozessbeschreibung, was sind da die wichtigsten Erfahrungswerte. Dann wollen wir uns einmal anschauen, wie kann ich im großen Sinne auch in einem Managementsystem nachher effizient Systemwert steigern. Darum geht es nämlich vor allem auch, wenn wir nachher ein lebendiges Managementsystem haben wollen. Und als letztes, wie gerade schon angekündigt, möchte ich unbedingt auch Zeit geben, dass wir nochmal eine offene Frage- und Diskussionsrunde haben. Wie gesagt, gerne währenddessen schon in den Chat die eine oder andere Frage stellen. Ansonsten haben wir da auf jeden Fall auch nochmal Zeit dafür. Also starten wir direkt. Flexibilität und Regeln. Da möchte ich vor allem mal so ein bisschen darauf eingehen, dass sich vor 5 Jahren für mich eigentlich das Wichtigste herauskristallisiert, dass es sehr, sehr wichtig ist, tatsächlich eine große Flexibilität zu geben. Und das ist vor allem daraus begründet, dass ich meiner Meinung nach einen Gegenpol immer in der Beratung geben wollte zu einer sehr überreglementierten QM-Welt. Gerade in der alten Zeit, wie auch, glaube ich, auch heute immer noch, geht es immer noch zu stark um Regeln bei einem Managementsystem. Da musste man zum Beispiel Prozesse immer in einem 3-seitigen Steckbrief dokumentieren. Man musste immer gewisse Überschriften beachten und halt auch unbedingt ein Flussdiagramm zum Beispiel dokumentieren. Das sind Dinge, wo ich unbedingt einen Gegenpol geben wollte, weil ich davon überzeugt bin, dass ein lebendiges Managementsystem vor allem dadurch lebendig wird, dass es halt einen Nutzen generiert. Und diese Regeln haben nicht selten dazu geführt, dass dieser Nutzen hinten angestellt wurde. Mittlerweile sehe ich das aber auch ein bisschen anders und habe meine Meinung dort auch ein Stück weit geändert, denn ich glaube nicht, dass Flexibilität alleine weisheitsletzter Schluss ist und ich glaube, dass es die Mischung am Ende macht. Und genau da möchte ich mit Ihnen jetzt einmal genauer drauf schauen. Was bringt denn Flexibilität aus meiner Meinung, aus meiner Sicht? Für mich hat vor allem Flexibilität den großen Nutzen, dass wir dadurch den Mitarbeitern und den Abteilungen im Unternehmen ermöglichen, vor allem auch individuelle und eigene Anforderungen zu erfüllen und vor allem auch eigene Probleme zu lösen und dass wir durch mehr Flexibilität die Möglichkeit geben, auch da mehr ein Augenmerk drauf zu legen. Es vermeidet vor allem auch, dass wir am Ende zu viele Beschränkungen und Blockaden haben, die verhindern, dass man genau diese eigenen Anforderungen erfüllt und Probleme löst. Und es unterstützt auch sehr stark, dass wir bei der
hohen Flexibilität auch eine höhere Mitgestaltung haben, weil wir viel weniger diese Blockaden letztendlich aufmachen, bevor der Mitarbeiter überhaupt mit dem Managementsystem nachher arbeitet. Der Nachteil von Flexibilität ist aber auch ganz eindeutig, und das ist das, was ich gelernt habe, dass halt zu viel Flexibilität auch, ich sag mal, durch die vielen Möglichkeiten, die ich nachher im Managementsystem habe, überfordernd sein kann. Dass ein Mitarbeiter nicht wirklich oder ein Nutzer nicht an die Hand genommen wird, wie ein Managementsystem aufgebaut wird, und das da letztendlich zu führt, dass man ja die ersten Schritte sehr erschwert erfüllen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, mehr Konsistenz und mehr Regeln einzufordern. Denn die Regeln bieten vor allem auch eine klare Richtung, die sie vorgeben. Sie geben quasi Leitplanken mit, wie ich überhaupt mit einem Managementsystem nachher arbeiten kann. Regeln vermitteln auch nicht selten Erfahrungswerte, die man schon gesammelt hat im Zuge eines Managementsystems, und verhindern, dass man Fehler zweimal oder dreimal macht, die im Zuge eines Managementsystems dann passieren können. Die Nachteile von Regeln sind aber, wie gesagt, im Gegensatz zur Flexibilität, dass sie auch zu einem gewissen Zwang führen und ein Vorgehen diktieren, was vielleicht gar nicht unbedingt gewollt ist an der Stelle. Und damit wird dann auch ganz gerne mal Mitgestaltung gehemmt, weil ich eben nicht einfach das tun kann, was ich gerade machen möchte, um meine Abteilung voranzubringen mit einem Managementsystem, sondern gewisse Regeln befolgen muss. Für mich ist da vor allem jetzt das große Fazit, dass es, wie gesagt, die Mischung macht und dass man trotzdem natürlich mit wichtigen und wenigen und vor allem auch sehr klaren Regeln für Leitplanken sorgen kann. Und diese Leitplanken aber ganz wichtig nicht zu sehr die Flexibilität einschränken sollten. Das heißt, sorgen Sie mit möglichst wenig und klaren Regeln für Leitplanken, ohne die Flexibilität mehr als notwendig einzuschränken. Also da machen Sie sich das bewusst, dass es immer dieses Tauziehen gibt zwischen Flexibilität und Regeln. Versuchen Sie dort einen Weg zu finden, der zum einen Mitgestaltung fordert und zum anderen aber auch eine Richtung vorgibt und Leitplanken mit. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Strukturierung. Strukturierung ist meiner Erfahrung nach ein sehr oft vernachlässigtes Thema und meiner Erfahrung nach wirklich einer der ganz großen Erfolgsfaktoren, die ich in den letzten Jahren herauskristallisieren konnte. Und gerade mit diesen Strukturierungen und den Strukturierungsebenen, die ich Ihnen jetzt gleich vorstelle, können Sie den Mitarbeitern, wie gesagt, diese Leitplanken sehr gut vermitteln, die in einem Managementsystem halt notwendig sind. Diese Ebenen werden Sie am Ende nicht stark überraschen. Wie gesagt, es ist keine Raketentechnik, aber es sind wirklich sehr schöne Ebenen, die eigentlich 99% aller Fälle in einem Managementsystem gut abbilden können und die bei einer konsequenten Befolgung nachher dazu führen, dass sie halt Ordnung, aber genauso Flexibilität letztendlich schaffen in einem Managementsystem. Schauen wir uns die Ebenen einmal genauer an. Die allererste Ebene, die ich Ihnen immer vorstelle, und das ist auch, wie gesagt, wenig verwunderlich, wir wollen immer vom Groben ins Detail herunterarbeiten. Und ich würde Ihnen auch immer empfehlen, dass Sie genau in dieser Reihenfolge nachher beim Aufbau Ihres Managementsystems vorgehen. Machen Sie sich also als allererstes immer Gedanken darüber, wie ein übergeordnetes Bild, eine Prozesslandkarte Ihres Managementsystems aussehen kann. Und fragen Sie sich dort vor allem auch, wie das prozessorientiert aussehen kann. Was meine ich damit? Trennen Sie weniger in Abteilungen auf und versuchen Sie mehr, wirklich, ich sag mal, abteilungsübergreifend einen Art End-to-End-Prozess, also von der Kundenanforderung bis zur Erfüllung der Kundenanforderung abzubilden und damit wirklich ein Modell mitzugeben, wie Ihr Unternehmen nachher funktioniert und letztendlich den Kunden nachher den Erfolg nachher bringt. Metaphorisch gesehen definieren wir damit wirklich einen Baumstamm, also die Grundlage Ihres Managementsystems. Die zweite Ebene ist dann die Prozessübersicht oder man könnte auch sagen die zweite Ebene oder ich sag mal Strukturierungsebene. Das heißt da ganz simpel eigentlich ausgedrückt, was finden wir nachher hinter den Buttons der Prozesslandkarte? Wir haben vielleicht auf der Prozesslandkarte einen, ich sag mal, Oberprozess stehen, der nennt sich Kunden gewinnen. Und wir stellen uns nachher die Frage, was gehört dazu? Wir müssen vielleicht gewisse Marketingtätigkeiten durchführen, müssen Werbungen schalten. Wir müssen aber genauso auch dafür sorgen, dass wir beim Kunden vor Ort sind, vielleicht Gespräche mit dem Kunden durchführen, ein Angebot erstellen und damit wirklich die Probleme des Kunden erfüllen. Metaphorisch gesehen definieren wir damit nachher wirklich die Äste. Das heißt, wir dröseln nachher vom Baumstamm weiter auf und versuchen dort in kleinere, Äste aufzudröseln. Diese beiden Ebenen, jetzt auch in blau dargestellt, sind reine Strukturierungsebenen. Da geht es wirklich noch nicht um so viel Inhalt, sondern es geht wirklich erstmal darum, dass wir eine Struktur bieten, wo wir den Inhalt nachher anknüpfen können.
Und dort kommen wir nachher auch zu den Ebenen 3 und 4, nämlich wirklich Abläufe und Informationen zu dokumentieren. Also welche konkreten Informationen werden wirklich benötigt? Und wir sehen die konkreten Abläufe nachher aus, die wirklich das Wissen des Unternehmens nachher zusammenfassen und wirklich auch Tätigkeiten beschreiben. Und damit definieren wir nachher die Blätter. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt, diese Metapher, weil ich sage immer so schön, der Baumstamm und die Äste alleine werden nicht dazu sorgen oder dafür sorgen, dass der Baum lebt, sondern wir brauchen immer, und das ist ganz wichtig, auch die Blätter und die Photosynthese, sage ich jetzt mal, damit der Baum weiterleben kann. Und das ist nachher auch die ganz wichtige Message, die ich Ihnen mitgeben will. Das Fazit, was ich da ziehen möchte, ist vor allem, dass wir nachher mit dieser Struktur ein unerlässliches Gerüst aufbauen, damit die Informationen Kontext bekommen und gefunden werden. Ja, und die Struktur alleine stiftet wenig bis keinen Nutzen, ja, sondern ist wirklich nur dieses Vehikel. Führen Sie sich das auch immer wieder vor Augen, dass Sie mit den Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen im hinteren Bereich hier wirklich erst damit den richtigen Nutzen ins Managementsystem reinbekommen und dass Sie nicht nur mit der Struktur aufhören sollten, sondern unbedingt auch diese beiden Aspekte noch mit einfließen lassen sollten. Jetzt ist aber natürlich die Frage, okay, wie kann ich jetzt nachher diese Prozessbeschreibung und Arbeitsanweisung wiederum möglichst nützlich gestalten? Und genau darum soll es dann jetzt als nächstes gehen. Also ich möchte Ihnen jetzt gerne meine Erfahrungswerte mitgeben und die wichtigsten Aspekte mitgeben, die ich gelernt habe, die zu einer Prozessbeschreibung gehören und vor allem diese Prozessbeschreibung in einen Kontext bringen, der wirklich dem Mitarbeiter nachher Nutzen stiftet. Ja, also was unterstützt Mitgestaltung, wodurch werden Prozessbeschreibungen wirklich nützlich? Und der erste Tipp, und das ist meiner Meinung nach auch wirklich der allerwichtigste Tipp ist, kommen Sie unbedingt weg von Fließtexten. Ja, also benutzen Sie unbedingt Stichpunkte, weil es dadurch viel einfacher ist, nachher für den Nutzer und Mitarbeiter diese Inhalte, die wir nachher vermitteln wollen oder Prozesse und Abläufe, die der Mitarbeiter befolgen soll, sehr einfach und vor allem auch schlank zu übermitteln. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt bei Stichpunkten ist, ist, dass Sie viel einfacher damit Änderungen nachvollziehen können und Änderungen auch in den Inhalt einbringen können. Es ist viel einfacher, in einen Stichpunkten, sag mal, einen weiteren Stichpunkt hinzuzufügen, als dass es einfach ist, quasi in Fließtexte den Satzbau zu beachten, den roten Faden zu beachten. Das ist da absolut ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Sie unbedingt mit Stichpunkten arbeiten sollten. Ein anderer Tipp, den ich Ihnen auch mitgeben möchte, ist, dass Sie versuchen sollten, aktiv zu formulieren, weil es geht ja nachher bei einer Prozessbeschreibung vor allem auch um eine Tätigkeit. Das heißt, beschreiben Sie auch wirklich, was getan werden soll, nämlich zum Beispiel Mitarbeiterschulen. Anstatt, dass Sie zum Beispiel sowas schreiben wie ein Mitarbeiterschulungswort oder Norm, Nomen, weil das damit auch nochmal ein ganz klares Ziel vermittelt. Ja? Bei Mitarbeiterschulen weiß ich, hier geht es um die Tätigkeit, wie ein Mitarbeiter geschult wird. Bei Mitarbeiterschulung selber könnte ich auch Missverständnisse generieren, dass ich zum Beispiel hinter Mitarbeiterschulung direkt die Schulung finde oder dass ich da beantragen könnte, eine Schulung irgendwie zu bekommen, sondern vermitteln Sie wirklich, was genau getan werden soll. Anderer wichtiger Tipp ist, dass Sie unbedingt chronologisch ordnen sollten und dort auch wirklich strikt chronologisch, das heißt auch gerade team- und abteilungsübergreifend. Es reicht eben nicht, wenn Sie nur in Ihrer Abteilung nachher die Tätigkeiten, die dort chronologisch notwendig sind, beschreiben, sondern geben Sie unbedingt auch mit, wenn dazwischen zum Beispiel eine andere Abteilung oder vielleicht sogar auch der Kunde oder ein externes Unternehmen halt noch Dinge tun muss, damit dieser Kontext richtig klar wird und die Abläufe nachher auch im Kontext nachher stehen. Ja, damit Sie die Abhängigkeiten sehen, die Schnittstellen auch vermitteln können. Nur so kriegen Sie wirklich in eine Prozessbeschreibung nachher einen Gesamtblick rein, der es ermöglicht, zum einen auch Prozesse zu optimieren und zum anderen auch richtig nachzuvollziehen. Nur so kriegen Sie wirklich das vermittelt. Der vierte Tipp ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig und bringt nachher auch aus einer Prozessbeschreibung, die am Anfang vielleicht rein textuell ist und eigentlich nur beschreibend ist, wirklich einen Kontext hinein, der auch im Alltag hilft. Nämlich verknüpfen Sie unbedingt auch Unterlagen und Systeme, damit Sie eben nicht mehr als Mitarbeiter nachher Unterlagen suchen und finden müssen, auf Ihrem Netzlaufwerken nach Vorlagen oder Formularen suchen müssen und damit letztendlich auch wirklich aus einer Prozessbeschreibung eine Art Navigationsübersicht oder Plattform wird, wo ich mich zwischen den Informationen und Unterlagen, die ich benötige zum Durchführen, hin und her navigieren kann. Ja, also versuchen Sie wirklich den Alltag des Mitarbeiters damit zu unterstützen, dass Sie alles, was benötigt wird, in einer Prozessbeschreibung zusammenbringen und verknüpfen.
Und als letztes, das ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, schneiden Sie Informationen in verdauliche Häppchen, damit es ja einfacher ist, nachher auch Informationen in einem Blick zu bekommen und nicht zu viele Informationen auf einmal die Mitarbeiter zu werfen, weil das dazu führt, dass Sie die Mitarbeiter überfordern. So, ich sag mal, Regeln oder auch Hinweise, die ich da geben kann, sind zum Beispiel, dass Sie eher maximal 15 Prozessschritte drin haben pro Prozess und ansonsten eher versuchen, nachher Prozesse aufzutrennen, in 2 oder 3 Dokumente aufzutrennen. Das macht es einfacher, nachher alles nachzuvollziehen. Und versuchen Sie auch, lange Prozessschritte aufzutrennen und in Arbeitsanweisungen zu überführen, sodass auch dort der Blick nicht mit zu viel Information auf einmal überladen wird. Wie kann das jetzt konkret wirklich mal aussehen? Ich habe Ihnen hier einfach mal einen Beispielprozess aus einem Unternehmen mitgebracht. Hier wird zum Beispiel beschrieben, wie ein Mitarbeiter eingestellt wird und wie letztendlich ein Mitarbeiter gefunden wird, also wie Mitarbeiterakquise stattfindet. Und wir fangen jetzt hier ganz oben an, uns überhaupt erstmal Gedanken darüber zu machen, wo kommen die her? Also was ist vorher passiert? Was muss vorher stattfinden, damit ich überhaupt sinnvoll und, ich sag mal, zielorientiert Mitarbeiter akquirieren kann? Ich sollte irgendwie eine jährliche Personalbedarfsplanung durchgeführt haben. Ich sollte eine Personalanforderung von den Abteilungen erstmal vorliegen haben, damit ich loslegen kann. Und dann muss zum Beispiel jeder Mitarbeiter Personal eine Stelle erstmal ausschreiben. Und hier habe ich auch schon jetzt nicht jeden einzelnen Handgriff beschrieben, jeden einzelnen Klick. Das ist hier überhaupt nicht notwendig. Aber ich gebe wichtige Erfahrungswerte und vor allem auch Systeme mit, wo ich jetzt so etwas zum Beispiel platzieren kann, eine Stellenausschreibung. Da gibt es hier diese 4 Portale, die sind direkt verlinkt. Könnte ich draufklicken und zum Beispiel direkt bei Xing landen. Ich habe hier bei Input und Output meine Unterlagen, die ich benutzen kann, zum Beispiel Stellenanzeigen für Berater und IT-Softwareentwickler, die ich bei Bedarf einfach abändern kann, um nicht jedes Mal alles neu erfinden zu müssen. Dann gehe ich in den nächsten Schritt, wo ich Bewerbungsunterlagen entgegennehmen und prüfen muss. Auch hier nur die wichtigsten Erfahrungswerte einmal beschrieben. Erhalte eine Bewerbung bestätigen, damit der Bewerber auch weiß, dass seine Unterlagen angekommen sind. Sowas wird gerne mal vergessen, kann aber dort für die neuen Mitarbeiter natürlich sehr, sehr hilfreich sein. Da muss ich natürlich irgendwie an den zuständigen Mitarbeiter weiterleiten, gegebenenfalls absagen, falls überhaupt keine Chance vorliegt und Bewerberordner auf dem Laufwerk anlegen, damit die Dokumente nachher zusammengefasst werden können. Auch hier habe ich eine Vorlage, die ich benutzen kann, um da auch wieder die Arbeit des Mitarbeiters, wenn er diese Prozessbeschreibung nachher sich anschaut, zu erleichtern, um damit auch wirklich im Alltag nachher in einer Beschreibung einen Nutzen zu generieren. Und so geht es dann letztendlich weiter. Ich gehe weiter durch den Prozess, im formellen Gespräch einladen, Vorgespräche durchführen. Ich glaube, damit klar, worauf ich hinaus möchte. Also immer versuchen, möglichst die wichtigsten Erfahrungswerte, Dokumente, Systeme zu verlinken und gleichzeitig halt auf eine schlanke Art und Weise zu vermitteln, was die wichtigsten Aspekte des jeweiligen Prozessschrittes sind. So können Sie also nützlich vor allem auch Inhalte gestalten, indem Sie die Prozesse wirklich anreichern mit weiteren Informationen. Jetzt geht es natürlich auch am Ende beim Aufbau eines Management-Systems auch ganz stark darum, dass Sie möglichst Effizienz in Systemwert steigern. Was meinen wir mit Systemwert? Das ist ja nicht der Wert eines Systems gesehen aus Blick des Nutzers oder des Mitarbeiters, weil für ihn ist nachher das System auch, ja, ganz konsequent gesagt. Und wir sehen das hier relativ simpel. Wir sagen letztendlich, dass ein System erst dann richtig lebendig werden kann und auch, ich sag mal, nützlich werden kann, wenn nachher der Nutzen des Systems wirklich größer als der Aufwand ist, der in das System hineingesteckt werden muss. Und das passiert natürlich nicht von Anfang an. Ein leeres Management-System hat am Anfang halt noch einfach keinen Nutzen und dementsprechend ist der Nutzen auch kleiner als der Aufwand, den ich reinstecken muss. Und diese Phase hier vorne, um über diesen kritischen Wert zu kommen, wo der Nutzen dann größer wird als der Aufwand, das ist nachher die Phase, die Sie vor allem auch, ich sag mal, unterstützen sollten und möglichst schnell und effizient gestalten sollten, damit Sie möglichst schnell zu einem Punkt kommen, wo sich das System im positiven Sinne verselbstständigen kann, weil die Nutzer intrinsisch verstehen, das bringt mir etwas und ich bin deswegen auch bereit, weiter Aufwand hineinzustecken und uns gegenseitig dort zu unterstützen. Also das ist nachher dieser Systemwert, den wir hier unbedingt generieren sollten, damit das System nachher wirklich gut funktionieren kann. Und mir ist hier auch vor allem auch wichtig, dass Sie dadurch verstehen, dass der Nutzen am Ende des Management-Systems unbedingt im Vordergrund stehen muss. Nichts anderes. Also kein Zertifizierungsthema oder auch keine Normanforderungen sollten im Fokus des Management-Systems stehen, sondern unbedingt der Nutzen für den Mitarbeiter. Ja? Und genau das wollte ich Ihnen einmal mit dieser Folie hier vermitteln.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn jetzt möglichst effizient den Systemwert steigern? Wie kann ich denn jetzt diese Phase hier vorne möglichst effizient einbringen und wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst schnell ich über diesen kritischen Wert hier hinaussteige? Und auch dazu möchte ich Ihnen ein paar Erfahrungswerte mitgeben. Ich hatte es gerade schon erwähnt, man kann es nicht oft genug erwähnen, der Alltagsnutzen muss unbedingt im Vordergrund stehen. Und Sie sollten die Normanforderungen, auch das ganze Thema Zertifizierung, tatsächlich ganz bewusst beim Aufbau des Managementsystems hinten anstellen. Weil ich bin davon überzeugt, und das ist auch das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass die Zertifizierung bei einem guten und lebendigen Managementsystem eigentlich am Ende das Beiwerk ist. Das kommt schon fast von alleine. Wenn das System automatisch lebt und wirklich mit guten Inhalten befüllt ist, dann ist es nicht mehr der große Aufwand, nachher auch ein zertifizierungssicheres Managementsystem zu haben. Und die reine Nachweisdokumentation zur Normerfüllung hat organisatorisch sowie unternehmerisch wenig bis keinen Wert. Also wenn Sie wirklich nur Normanforderungen erfüllen, dann wird es aus diesen sehr extern getriebenen Anforderungen keinen wirklichen Nutzen für den einzelnen Mitarbeiter nachher haben. Ja? Und deswegen sage ich Ihnen ganz ehrlich, versuchen Sie das Pferd von hinten aufzuzäumen und damit wirklich eine intrinsische Motivation, also eine Motivation aus den MitarbeiterInnen heraus zu generieren und damit wirklich ein System nachher zu generieren und das Extrinsische nachher eigentlich, also das von außen definierte, hinten anzustellen. Also versuchen Sie unbedingt, als erstes Nutzen zu schaffen, bevor Sie nachher wirklich zertifizierungssicher werden. Wie können Sie das jetzt möglichst gut, managen und auch antreiben im Unternehmen? Auch da sehr, sehr deutlich halt auch beschrieben, versuchen Sie sehr stark nachfrageorientiert zu dokumentieren. Versuchen Sie, Ihren Mitarbeiter und auch sich selbst immer wieder die Frage zu stellen, was würde mir denn als eigener Mitarbeiter, mir selbst am meisten helfen in einem Managementsystem? Was sind die Informationen, die ich im Alltag brauche, wo ich vielleicht selber auch schon Notizen in meinem Buch gesammelt habe, wo ich mir vielleicht Post-its an den Monitor hänge? Das sind die Dinge, die wir versuchen sollten, halt sehr schnell und als allererstes im Managementsystem zu dokumentieren. Weil wenn es Ihnen hilft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Ihren Kollegen hilft, auch sehr hoch. Stellen Sie als zweites dann sich die Frage, was würde denn häufig Rückfragen beantworten? Was sind die Themen, wo Sie oft zu angerufen werden, wo die Mitarbeiter Sie um Unterstützung bitten? Es ist natürlich schön, im Unternehmen miteinander zu kommunizieren und ein Managementsystem sollte das auch auf keinen Fall halt letztendlich völlig ad absurdum füllen, sodass Sie überhaupt nicht mehr miteinander reden. Aber es sollte natürlich trotzdem das Ziel sein, dass Ihre Mitarbeiter und Kollegen sich möglichst selbst helfen können und gar nicht von Ihrer Hilfe abhängig sind. Und die Abhängigkeit sich nachher auf Detailfragen letztendlich beschränkt. Das heißt, versuchen Sie sich die Frage zu stellen, wozu werden Sie oft nachgefragt, weil das sind eigentlich prädestinierte Inhalte, die Sie wiederum ins Managementsystem überführen sollten, damit sich die Mitarbeiter dort selber helfen können. Ja? Ein ganz typisches Beispiel, wenn Sie oft gefragt werden, wie man denn jetzt nochmal sauber einen Urlaub beantragt, was spricht dagegen, genau so einen Prozess oder eine Arbeitsanweisung zu schreiben, die die Beantragung eines Urlaubs sauber abbildet. Und die dritte Frage, die dann auch immer hilft, ist, was würde denn neuen Mitarbeitern, fachfremden Mitarbeitern helfen? Weil ein Managementsystem natürlich prädestiniert dafür ist, neue Mitarbeiter sehr schnell und effizient nachher in die eigene Arbeit heranzuführen. Und mit dieser Frage können Sie auch das abbilden, sodass neue Mitarbeiter auch dort möglichst selbstständig und uneingeschränkt in der Lage sind, sich in die eigene Arbeit nachher hineinzufinden und dort gegenseitig zu unterstützen. Ja, also versuchen Sie sich auch da wirklich zu disziplinieren, dass Sie davon wegkommen, dass jeder alles neu lernen muss und versuchen Sie eher dort das Wissen miteinander zu teilen. Eine weitere Frage, die sich im Rahmen von Managementsystemen auch dort immer sehr stark stellt, ist, wie können Sie denn jetzt auch eine sinnvolle Detailtiefe finden? Womit fangen Sie wirklich an? Und was ist eine gute Detailtiefe, die für einen hohen Systemwert nachher spricht? Und dort stellt sich vor allem immer die Frage von Übersichtlichkeit versus Vollständigkeit. Und ich würde Ihnen da gerne gerade am Anfang immer mitgeben, versuchen Sie erstmal übersichtlich zu dokumentieren und nicht jeden kleinen Sonderfall abzubilden. Es muss nicht alles dokumentiert sein, sondern es sollte nur das Wichtigste dokumentiert sein. Was sind da so Hinweise, die ich geben kann? Versuchen Sie als allererstes immer die Regel abzubilden. Das heißt, 90% der Prozessdurchläufe, sage ich immer, und nicht extreme Sonderfälle. Das hat vor allem den Grund, dass die Regelfälle die sind, die Sie häufig durchführen im Unternehmen. Das sind die Dinge, die Sie auch am ehesten optimieren sollten, wo Sie am meisten Spiel haben, Ihre Arbeit nachher zu verbessern.
Und die Sonderfälle sind meistens auch Dinge, die sehr individuell sind, wo es vielleicht auch meistens gar keinen Sinn macht, sie zu dokumentieren, weil sie so oder so jedes Mal anders sind. Das heißt, ich würde davon weggehen, am Anfang Sonderfälle zu dokumentieren. Versuchen Sie genauso im Maximalumfang nachher abzubilden, aber das natürlich nur im Regelfall. Ja, das ist ein typisches Beispiel, was ich dort immer nenne, ist, dass Sie vielleicht interne Projekte vorbereiten wollen, aber letztendlich vielleicht auch externe Projekte. Das spielt eigentlich keine Rolle. Und es gibt kleine, mittlere und große Projekte. Und bei einem kleinen Projekt müssen Sie vielleicht gar nicht so viel vorbereiten, sondern sprechen mit Ihrem Vorgesetzten, holen sich ein Okay ab, setzen sich ein, zwei Tage da dran und führen dieses Projekt nachher durch. Bei einem großen Projekt, wie vielleicht auch die Einführung eines kompletten Managementsystems, einer neuen Software, eines ERP-Systems oder vielleicht auch sehr großen Projekten mit Ihren Kunden, reicht es ja eben nicht, einfach nur mal eben loszulegen, sondern da sollten Sie sich mehr Gedanken über eine Roadmap machen, über einen Zielworkshop, ganz klar abstecken, wo Sie hinwollen. Und dort werden mehr Tätigkeiten notwendig sein als bei einem kleinen Projekt. Und meine Empfehlung ist jetzt, dass Sie nicht, ich sag mal, drei Prozesse dokumentieren, sondern dass Sie dort eher versuchen, ich sag mal, das große Projekt zu dokumentieren. Was muss ich für Schritte durchlaufen, damit ich ein großes Projekt sauber vorbereite? Und es im Gegensatz dazu auch einfach ermöglichen, dass ein Mitarbeiter immer noch in seinen Rahmenbedingungen, ob es jetzt ein kleines oder großes Projekt ist, in der Lage ist, auch einzelne Schritte zu überspringen. Es muss nicht immer ein Regelwerk sein, was einen Prozess abbildet. Ich muss nicht immer jeden Schritt durchführen, sondern ein Prozess sollte mehr eine Empfehlung sein, die mir im Alltag wirklich eine Unterstützung bietet. Und das hatte ich eben schon mal erwähnt. Einzelne Prozessschritte unbedingt nicht überfrachten, sondern bei Bedarf und das auch wirklich nur dann eine Infoseite bzw. Arbeitsanweisung erstellen, die hinter der Prozessbeschreibung, also in der vierten Ebene nachher detailliert ist, um dort nachher die Detailinfos zu vermitteln und die Prozessbeschreibung bleibt weiterhin übersichtlich. Wenn ich hier vielleicht nochmal schnell zurückblicke, dann wird damit, glaube ich, auch nochmal ein bisschen klar, was mit diesen vier Ebenen nachher gemeint ist. Das sind nämlich am Ende auch mehr oder minder Detailebenen. Wir sind hier ganz grob unterwegs, gehen mehr ins Detail, gehen weiter ins Detail, geben hier wirklich einen Ablauf mit. Und dann gibt es nochmal Arbeitsanweisungen, die ganz detailliert dann auf der tiefsten Ebene dann alles dokumentieren. Und es ist immer das Ziel, dass jede Ebene für sich gesehen übersichtlich bleibt und begreifbar ist und ich nur bei Bedarf wirklich die Ebene tiefer benötige, um dort mir weitere Informationen zu bekommen. Und genau an der Stelle würde ich Sie gerne einmal fragen. Und ich glaube, da können Sie sich gegenseitig auch sehr gut unterstützen. Ich würde Sie gerne einmal fragen, was sind denn bei Ihnen die wertvollsten und beliebtesten Inhalte, damit Sie voneinander lernen können und dort auch die Möglichkeit haben, nachher die wichtigsten und beliebtesten Inhalte bei sich zu dokumentieren, die vielleicht andere Unternehmen herausgefunden haben. Genau, wir lesen schon mal Urlaubsantrag, das ist was ganz Typisches und da spricht auch überhaupt nichts gegen. Auch tatsächlich erstmal organisatorische Prozesse oder auch Abläufe zu dokumentieren und damit letztendlich auch wirklich einen Mehrwert für Ihre Mitarbeiter zu schaffen. Ja, also auch da von den Normanforderungen freimachen. Keine Norm fordert, dass Sie einen Urlaubsantrag oder einen Prozess dafür dokumentieren, aber es sind genau die Dinge, die am häufigsten angeschaut werden. Jetzt lesen wir noch die Aktualität der hinterlegten Dokumente, dass jeder den gleichen Stand hat. Absolut auch mal sehr wichtig, damit die neuen Kollegen reinkommen. Office einrichten, auch was Organisatorisches. Das Einzelpersonalmanagement ist immer auch etwas, was jeden Mitarbeiter interessiert. Genau, wie lege ich einen Kunden im System richtig an? Genau dafür sind auch immer die schönen Arbeitsanweisungen nachher zu finden. Kann ich komplett bestätigen. Arbeitsanweisungen zu EDV-Problemen, auch wieder was sehr Typisches, dass man sich gegenseitig helfen kann, wenn es mal irgendwie Probleme gibt mit der Technik, den Systemen. Zum Beispiel vielleicht auch, wie man so ein Zoom-Meeting anlegt. Auch dafür haben wir zum Beispiel bei uns bei der Modell auch eine schöne Arbeitsanweisung, die mich dabei unterstützt hat, dieses Webinar durchzuführen. Self-Service der IT, genau das gleiche Thema, absolut. Kann ich sehr gut bestätigen. Ja, ich hoffe, dass Sie damit auch an der Stelle mal noch ein paar Hinweise bekommen haben, vielleicht auch noch mal einen Tipp bekommen haben, was Sie bei sich in Ihrem Management-System möglichst zeitnah auch noch mal nachpflegen sollten und Sichtbarkeit generieren sollten. Das ist immer mein Tipp. Versuchen Sie wirklich die beliebtesten und wichtigsten Inhalte als erstes zu bringen. Vielleicht etwas noch von mir. Auch da spricht überhaupt nichts gegen. Wenn Sie eine eigene Kantine haben, sowas wie ein Kantinenplan auch ins Management-System zu hängen und damit letztendlich auch die Mitarbeiter mehr ins Management-System zu ziehen, ist absolut in Ordnung und auch sogar wichtig aus meiner Sicht. Gut, vielen Dank. Dann würde ich tatsächlich einmal übergehen zur Diskussions- und Fragerunde. Ich habe gerade eine Frage bekommen, wie man denn
auch genau diese Rückfragen stellen kann. Also wie kann ich denn dafür sorgen, dass sich die Mitarbeiter genau diese Frage einmal stellen, was als allererstes dokumentiert werden sollte? Auch davon mir der Tipp, auch ganz pragmatisch denken. Machen Sie gerne mal eine Umfrage in Ihrem Unternehmen. Dazu gibt es ja mittlerweile auch viele, sowohl kostenlose Tools, auch meistens unternehmensinterne Tools. Office hat zum Beispiel so eine Forms-Funktionalität, wo Sie Ihre Mitarbeiter wirklich mal fragen können im Aufbau des Systems, was sind denn die Dinge, die am ehesten gesucht werden? Wozu hätte denn ein Mitarbeiter gerne mal eine Anleitung, die dokumentiert werden könnte, damit Sie dort auch projektartig unterstützen können, um dort genau diese Dokumente als allererstes nachher zu dokumentieren und genau diesen Mitarbeitern nachher eine Hilfe bereitzustellen. Denken Sie immer daran, der Systemwert sollte so schnell wie möglich angehoben werden, sodass Sie dort auch die Bereitschaft nach Ihren Mitarbeitern einfordern können, halt mitzugestalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Stellt die Frage, welchen Zeitraum empfehlen Sie zur Einführung eines Managementsystems nach ISO 9001 in einem Unternehmen zwischen 20 und 50 Mitarbeitern? Also erfahrungsgemäß sagen wir immer, dass es mindestens 3 Monate braucht, damit man ein System halt gut aufbauen kann. Vor allem auch ein System, was nachher lebendig ist. Ja, also auch da versuchen Sie sich so ein bisschen frei davon zu machen, dass es nur ein Managementsystem für ISO 9001 ist. Versuchen Sie mehr Managementsystem nachher zu platzieren, was im Alltag wirklich eine Unterstützung bietet und eben nicht nur Normanforderungen erfüllt. Und das, was wir immer in der Beratung mitgeben, sind mindestens 3 Monate. Das ist dann schon sportlich. Das sollte man dann auch projektartig aufziehen und wirklich dabei begleiten. Am besten halt Schulungen zu Prozessbeschreibungen oder halt auch zur Dokumentation in allen Abteilungen abzubilden. Das ist so der typische Zeitumfang, den Sie dort brauchen. Grundsätzlich müssen Sie sich aber auch dort nicht unnötig viel Stress machen. Haben Sie immer einen gewissen Projektplan, der auch klar macht, dass man sofort daran arbeiten sollte. Aber es ist auch überhaupt kein Beinbruch, wenn Sie sich dort mehr Zeit nehmen und da vielleicht eher ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr halt ansetzen, um, ich sag mal, den ersten kritischen Systemwert zu erreichen. Auch da wieder die Erinnerung an diese Folie hier. Das Wichtige ist, dass Sie halt über diese Grenze hinauskommen und dort brauchen Sie auf jeden Fall einen Zeitumfang von mindestens 3 Monaten. Aber ich sag mal, es ist auch kein Beinbruch, wenn Sie sich dort mehr Zeit nehmen, weil das muss ja auch immer neben dem Alltagsgeschäft alles stattfinden und braucht dort auch seine gewisse Zeit zu einer Reife zu bekommen. Wie schaut die Darstellung der Prozesslandschaft aus? Ich kann Ihnen das einfach mal am Beispiel der Modell Aachen zeigen. Eine Sekunde. Das ist nur ein Vorschlag, das muss nicht so aussehen, aber wir orientieren uns immer sehr stark anhand des, man nennt das Aachener Qualitätsmanagementmodell, wo wir uns vor allem jetzt immer die Frage stellen, was sind die Kernprozessketten? Also was muss ich tun als Unternehmen, um nachher die Kundenanforderungen zu erfüllen? Bei unserem Unternehmen geht es ja um ein Management-System-Software in Kombination mit Beratung zu interaktiven Management-Systemen. Dort müssen wir erstmal das System entwickeln, müssen schauen, dass wir überhaupt erstmal Kunden-Leads generieren, also Kunden, die Interessen haben, ein Management-System mit QWiki einzuführen. Dann werden Kunden gewonnen, dann wird das QWiki ausgeliefert, das heißt entweder bei uns in der Cloud installiert oder beim Kunden auf einem Server der IT. Dann würden wir ein Projekt durchführen und einen Kunden nachher betreuen, sodass er letztendlich dort seine Leistung halt bekommt, nämlich ein möglichst gutes Management-System. Auch dort gerne mal einen Blick tiefer. Ich zeige Ihnen hier einfach mal, wie eine zweite Ebene, eine Prozessübersicht aussehen kann. Auch dort haben wir tatsächlich noch mal ein bisschen visuell gearbeitet, indem wir hier vertikal einmal unseren Projektprozess dargelegt haben, auch wie auf einer höheren Ebene. Wir müssen ein Projekt übergeben, das vorbereiten, das Projekt starten, begleiten, ein Go-Live machen und nachher ein Projektreview durchführen, sodass man auch dort wirklich sehen kann, wie das System nachher funktioniert. Und dort dann heruntergedröselt, was sind da für Prozesse hinter, was für Tätigkeiten hängen damit zusammen. Wir müssen Zielworkshops durchführen, müssen aber vielleicht auch Prozessworkshops durchführen. All das sind die Informationen, die ich dann auf einer Ebene tiefer finden kann. Sie schrieben noch, ein Beispiel einer Prozesslandschaft, Baumstamm mit dem Unterprozessen Äste mit Verknüpfung zu den Dokumentenblätter aus der Praxis. Genau, ich denke, damit wird das ein bisschen klar. Wir können hier auch gerne nochmal eine Ebene tiefer gehen. Und womit? Da bin ich jetzt schon zu weit gesprungen, weil das ist eigentlich schon die vierte Ebene. Vielleicht schauen wir uns mal Projektstarten an. Was sind denn dort so die Erfahrungswerte bei der Modell Aachen? Auch dort kann man sich das mal anschauen. Hier gibt es dann zum Beispiel auch ein paar Gegenbeispiele. Hier könnten wir uns auch selber mal ein bisschen disziplinieren und das in eine Ebene tiefer bringen. Aber wir sehen jetzt hier schon so die ersten Arbeiten, die wir dort in diese Richtung halt bringen.
Das heißt, wenn es nachher darum geht, einen Zielworkshop durchzuführen, haben wir tatsächlich eine Arbeitsanweisung hinterlegt, die dann dort den Zielworkshop nochmal im Detail halt dokumentiert. Auch hier sind immer alle Präsentationen direkt verknüpft und, ich sag mal, externe Tools, die unterstützen können, dabei halt verlinkt, sodass Sie auch dort einmal sehen können, wie das aussehen kann. Und das sind nachher so die Strukturen, die wir bei uns, bei dem Modell Aachen im eigenen Management-System halt einmal abgebildet haben, um dort zu vermitteln, wie ein Prozess letztendlich abläuft und was für Tätigkeiten damit zusammenhängen. Was Sie hier aber auch vielleicht ein bisschen sehen, und das ist wahrscheinlich auch für Sie noch ein Stück weit neu, dass wir hier doch ganz bewusst ein Stück weit detaillierter werden, weil wir halt auch glauben, dass dieses Detailwissen nachher das ist, was nachher hilft. Und das sind die Dinge, die dann iterativ halt auch einfach ergänzt wurden durch unsere Berater, die dann immer mal hier und dort weitere Aspekte mit reingeworfen haben. Zum Beispiel sollte man gerade, wenn man einen Zielworkshop durchführen, auch mal sich die Frage stellen, haben wir denn irgendwelche Projektkonflikte? Gibt es andere Projekte, die gerade laufen, die auch auf die gleichen Kapazitäten zugreifen, dass man halt dort auch sich nachher bewusst entscheidet, in welcher Priorität man welches Projekt nachher durchführt. Also gerade dieses Detailwissen ist nachher das, was wirklich auch Nutzen stiftet und unseren Beratern nachher die Möglichkeit bietet, die Prozesse sehr gut nachzuvollziehen. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit die Frage beantworten konnte, sonst gerne nochmal eine Rückfrage stellen. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende des Webinars angekommen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den einen oder anderen Tipp und Trick mitgeben. Natürlich alles auf einer hohen Ebene, aber versuchen Sie sich auch dort wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen, ob Sie diese, ich sag mal, einfachen, auf den ersten Blick klingenden Tipps konsequent selber durchführen und an der Stelle auch sich selber noch mal hinterfragen können, ob das ein oder andere dann noch mal bei Ihnen in Ihrem Management-System einfließen kann. Und ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie gerne auch bei uns noch mal auf die Homepage von der Modell Aachen GmbH. Dort sind auch noch mal die ein oder anderen Hinweise, die Sie sich anschauen könnten. Und wenn Sie Kubiki noch nicht kennen, können Sie dort auch gerne mal unser Management-System testen, was eigentlich diese ganzen Aspekte und Erfahrungswerte auch widerspiegelt und eine Software gegossen hat. Vielen Dank und kommen Sie gerne mal wieder vorbei, schauen Sie sich die anderen Webinars an. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.